Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal habe ich mit unfairen Mitteln das Rennen endlich mal gewonnen, indem ich meinem Gegner mal die Reifen von seinem Wagen kaputt geschossen habe. Anders konnte ich mir nicht mehr behelfen. Nach 30 bis 40 erfolglosen Versuchen war das das Letzte, was ich tun konnte. Und es hat mir geholfen. Ich merke gerade, ich habe überhaupt keine Waffen mehr. Was ist das denn? Also ich habe nicht mehr so eine Kampfpistole oder irgend sowas. Scheiße. Ich habe ja auch noch die Fernsprechermission, aber ich will jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us, and he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Ach, ein Banküberfall bei GTA, also da habe ich auch mal Bock drauf. A passenger. Ah, alle Mann dabei, die ich jetzt in den letzten Missionen so dabei geführt habe. So, rein mit euch. Na komm, Phil. Tommy, Hillary's taking up too much room. So. Wo ich noch vorbeifahren will, bei meiner Villa will ich noch vorbeifahren. R2. Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Weil aus dem Grund einfach, ich will mir noch ein paar Waffen holen. Weil ich bin jetzt momentan nicht so gut ausgestattet, was Waffen angeht. Da will ich gerade bei mir in der Villa in Kello. Gibt es ja Waffen en masse umsonst. Und die will ich mir erstmal abholen. Der Rennfluch im letzten, ich muss immer noch dran denken. Jetzt hättet ihr echt mal sehen müssen, wie ich den da ausgeschaltet. Das hättet ihr echt mal sehen müssen. Das war richtig genial gewesen. Jetzt überfallen wir gleich schön locker eine Bank. Das hört sich ja alles sehr, sehr gut an, finde ich. Hier sind wir ja schon. Erstmal Waffen holen, weil ich weiß nicht, was mich da jetzt erwartet. Ich gehe da völlig grün hinter den Ohren wieder rein. Hier gibt es erstmal Geld. Weil ich mir Waffen holen muss, meine Freunde. Hillary wurde im Stich gelassen. Ja, der Hillary kann mich immer. Du hast Phil verloren. Ja, ist gut. So, Tag die Herrschaften. So. Der sieht doch gut aus schon mal. Da habe ich immerhin schon mal zumindest noch eine schwere Waffe. Weil so ein kleines Pistölchen kann es letztendlich dann auch nicht mehr viel richten, ne? Ja, ist gut, ich habe es verstanden. Hey, wo seid ihr, Freunde? Wo sind die denn hin jetzt?
kommt hier raus, was läuft ihr mir denn hinterher? Alter, ist der Typ, wo kommt denn Phil jetzt da hergespawnt? Mal eben so in einem, na wie nennt sich's? Ach, egal. Oh Mann, wie ich diese Grafikfehler einfach liebe hier bei GTA. So, weiter geht's jetzt zum Banküberfall. Das war ich nicht. Also das war jetzt echt der andere gewesen. Ich schwöre. Das war mein, das war der andere Fahrer, definitiv. So. Hier soll eine Bank sein, wo sind die? Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. So, was geht jetzt hier ab? El Banco, ah, das ist eine Bank, ja. Gut. So, kommt ihr mit hier? Ja. Nützliche Leute. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Ich weiß jetzt absolut nicht, was mich erwartet jetzt. Sogar maskiert hier. Richtig schwere Jungs. Ich hab sogar... Oh. Alter, ich krieg sogar eine Waffe umsonst. Was für eine? Da bin ich jetzt mal gespannt. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Oh, wie sie alle schnurstracks stehen. So, wo ist denn der Tresor? Ist hier auf der Etage. Peng. Peng. Alter, ich verliere Leben, Mann. Mach du den mal fertig. Hallo, mach du den mal fertig. Also wo ist denn jetzt hier der Tresor? Peng. Also diese Waffe liebe ich. Ist der steht der eiskalt vor dem und knallt den nicht ab, Alter. Das macht mich jetzt auch schon wieder... Was ist das denn für Nichtsnutz? Ach, ich werd wahnsinnig. Nein. Ja, ich bräuchte Rüstung noch, oder? Ja, die gibt's ja hier drüben. Da brauche ich ja gar nicht mehr bei mir am Haus vorbeizufahren. Weil es gibt ja Waffen dann beim Überfall. Peng! Komm, Fettsack, steig ein. Ich glaube es nicht, dass der Typ ist gegen den immer so oft beim Rennen verloren habe. Gegen solchen Typen einen. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not, buddy. Or two. Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Ich habe irgendwie auch Bock mal auf so einen Banküberfall. Nur man muss es dann auch mal ordentlich machen, ne? Ich habe jetzt eben als... Wo war denn der Tresor gewesen? Ich habe den alles nicht gesehen. Und wenn das natürlich jetzt ein Banküberfall...
dann gibt das wahrscheinlich auch ein bisschen ordentlich Kohle. Das wäre ja schon mal schlecht nett für mein Konto, damit ich mir nochmal andere Immobilien kaufen kann. Tja, man muss vorausschauend denken. So, dann gibt's nochmal einen nächsten Versuch jetzt. Was? Was? Könnt ihr nicht mal nach links und rechts gucken, wenn ihr über die Straße lauft? Das habe ich in der Grundschule, ach, im Kindergarten habe ich das gelernt, dass man das macht. Aber anscheinend sind die nicht dazu in der Lage, das zu machen. Ich spule mal vor, meine... So, ich bin wieder da. Und gehe jetzt in den nächsten Versuch, diesen Banküberfall auszuführen. So. Ich hoffe, ihr kommt jetzt sicher über die Straße. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. I am King Cubano, man. So. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! So, ich hoffe, ich kann jetzt hier konzentriert ein bisschen vorgehen. Wilco, roger that! Mark, can the vault's upstairs. Hey, dann ist eine Schutzweste. So. Die hätte man schon mal erledigt. Sind noch ein paar hier? Man muss jetzt langsam vorgehen. Langsam vortasten. Okay, hier ist eine Schutzweste. Okay. Jetzt leben, okay. Nur dass man es schon mal weiß, aber hier ist ja jetzt keiner mehr. Wo ist denn jetzt dieser verdammte Tresor? Das wüsste ich jetzt mal gerne noch. Ja, super. Da läuft er mir in die Lauf... Ich beende die Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.